Moin Moin Leute, ich habe ja jetzt schon ein ganzes Weilchen nichts mehr von mir hören lassen. Die einzigen Videos, die ihr bisher gesehen habt, waren ja nur schon vorher gefertigte, die auch schon fertig bearbeitet waren und die ich bloß noch veröffentlichen brauchte, damit ihr wenigstens etwas an Content habt. Und in diesem Video geht es im Prinzip nur darum, einmal, dass ihr Bescheid wisst wegen den Livestreams, dass ihr dann nicht jeden Freitag vergeblich darauf wartet, dass der Stream beginnen wird, denn der wird bis auf nächste Zeit ausfallen. Warum einmal das ist und warum einmal die Videos zu sehr ausgefallen sind, das will ich in dem Video einfach nur mal für euch erklären, wirklich einfach nur reinen Tisch machen. Wer von euch die Gesprächsrunden gesehen hat, der weiß eigentlich im Prinzip, worum es geht, aber da habe ich auch nicht alles erklärt. Deswegen will ich hier wirklich nochmal Stichpunkt für Stichpunkt alles durchgehen, dass ihr wirklich mal Bescheid wisst, was hier aktuell los ist. Und übrigens, wer es von euch noch nicht getan hat, der sollte mal die besagte Gesprächsrunde hier oben nochmal nachholen, weil da kriegt er zumindest schon mal das Thema so grob angeschnitten. Und im Video wird da gesagt von mir, dass es eben hauptsächlich aufgrund des Umzuges zu so vielen Videoausfällen kommt. Allerdings, wer sich mit dem Thema Umzug schon mal beschäftigt hat oder selber umgezogen ist, der weiß, dass, sag ich mal, effektiv nicht so viel mit Umzug zu tun ist. Also klar, es gibt zigtausend Dinge zu erledigen, allerdings war das jetzt in letzter Zeit noch nicht so massiv, dass das die Videos erklärt. Und ich bin nun mal ein ehrlicher Mensch, deswegen würde ich euch einfach nur sagen, woran es gelegen hat. Zum einen auch der Umzug, es geht jetzt schon los, beziehungsweise jetzt die nächste Woche, wenn das Video jetzt rauskommt, die kommende und die nächste Woche, die wird richtig stressig da alles machen, ummelden, dann wollen wir noch Tapeten machen, sprich malern, Teppich verlegen, das kommt jetzt alles die nächsten Wochen, also das wird stressig. Und warum ich aber bisher trotzdem so wenig Videos von mir habe sehen lassen, war einfach die Weihnachtszeit. Es ist, wenn ich so die Monate zurückschaue, habe ich fast täglich von meinen besten Freunden hier Anfragen bekommen, hast du nicht mal Zeit zu zocken, hast du nicht mal Zeit das zu machen. Einfach nur Zeit mit Freunden zu verbringen und ich hatte sie nicht, weil ich hatte es mir in den Kopf gesetzt, YouTube geht vor. Auch wenn ich immer in den Videos sage, dass Privatleben vorgeht, habe ich mich nicht wirklich selber dran gehalten. Und ich wollte jetzt einfach mal diese Ferienzeit, für Schüler noch Ferienzeit, dazu nutzen, einfach das mal wieder gut zu machen. Mal wieder meine Freunde wieder auf einen gesunden Stand zu bringen, mal wieder Zeit mit denen zu verbringen. Und das hat auch wirklich mal gut getan, mal ein bisschen kurz Auszeit davon zu nehmen. Und das heißt jetzt aber nicht, dass ich völlig das Handtuch werfe, also keine Sorge, sondern ja, wirklich nur mal da auf dem Punkt wieder mal rein Tisch machen. Und jetzt, wo die Advents- und auch Silvesterzeit vorbei, achso, frohes Neues übrigens, vorbei ist, da habe ich jetzt erstmal so das Thema mit meinem Freundeskreis abgeschlossen. Also ich bin da so weit auf einem grünen Zweig, dass ich erstmal sagen kann, es ist okay. Würde ich zwar gerne dauerhaft weitermachen wollen, aber geht ja nicht. Arbeiten, YouTube und Freundeskreis, ne, da muss man irgendwo leider Abstriche machen. Es ist jetzt allerdings für die weitere Zeit nicht nur der Umzug, der mir im Wege steht, sondern ich habe auch noch andere Pläne. Hauptsächlich wegen des Umzugs für die, die entweder noch zu jung sind, es noch nicht gemacht zu haben oder einfach noch keine Erfahrung mit dem Thema zu haben. Beim Umzug ist wirklich sehr viel spontan überlassen, weil wenn du natürlich Hilfe von deiner Familie und Freunden beziehst, dann kommt jetzt mal von einem Tag auf den anderen hier, wie sieht's morgen aus, wir müssen im Baumarkt das und das erledigen. Am nächsten Tag müssen wir dahin zur Gemeinde ummelden und alle so eine Sachen. Da ist vieles sehr spontan, das heißt, du kannst dir langfristig nur sehr schwierig Pläne machen. Das ist auch der Hauptgrund, warum die Livestreams erstmal ausfallen. Weil, wie gesagt, ich will nicht, dass ihr vergeblich freitags da wartet und ich dann kurzerhand vorher alles absage, das wird zu ein großes Durcheinander. Dazu aber später noch mehr, das erstmal zu den Livestreams bisher. Auf der anderen Seite ist aber natürlich auch durch diese spontane Zeitplanung noch sehr viel anderes, wofür ich die Zeit wirklich nutzen könnte. Ich könnte zwar die Videos jetzt irgendwie versuchen hier rein zu quetschen, aber ich weiß, dass es nicht funktioniert. Ich bin ein schlechter Zeitschätzer, aber das weiß ich, das klappt nicht. Deswegen habe ich mir gesagt, weil ich das eh schon seit langem vorhabe, dass ich mal meinen Kanal einem Upgrade unterziehe. Und zwar das Banner. Das ist ja schon total veraltet und es sagt, wenn du neu auf meinen Kanal kommst, ey, guck mal, der macht Minecraft. Das stimmt aber nicht. Das war früher mal. Deswegen ist es wirklich total outdated. Da muss was Neues her. Und da bin ich auch schon am Arbeiten. Und ich bin mir ziemlich sicher, das wird euch gefallen. Zumindest hoffe ich's. Und genauso will ich mein Avatar was Neues mal drauf machen, weil selber Grund, Minecraft ist nicht mehr das aktuellste hier. Nebenbei auch, aber eben nicht das Hauptthema. Und damit werde ich mich jetzt die Wochen beschäftigen und unter anderem dann eben auch noch die ganzen privaten Dinge, die jetzt so in meinem Leben anfallen, noch mit abarbeiten. Und genauso kommt dann auch eine fast einwöchige Urlaubsreise nach Österreich, mal die Angel besuchen, weil sie Geburtstag hat.
Und es sind so viele kleine Dinge, die sich jetzt summieren, wo ich sage, ich nutze die Zeit nicht, um 0815 Dinge zu machen, sondern wirklich das erstmal zu pausieren. Ihr wisst Bescheid und dann kann ich mich um die Dinge kümmern, die jetzt wirklich am wichtigsten sind. Und um jetzt das ganze Thema noch so zu einem guten Schluss zu bringen, beziehungsweise auch noch das von den Livestreams erst anzuknüpfen, könnt ihr darauf euch gefasst machen, dass das offizielle Wiederauferstehen des Kanals dadurch eingeläutert wird durch das Roomtour-Video von der neuen Wohnung. Bis dahin, wie gesagt, kümmere ich mich wirklich erstmal um alle Dinge, die jetzt privat wichtig sind und werde versuchen, nebenbei vielleicht das ein oder andere Random-Video zu machen oder ein kurzes, was ich schon vorproduziert habe. Muss ich gucken, wie die Zeit reicht, aber es gibt, wie gesagt, erstmal Wichtigeres zu tun. Und auf den Tag, an dem dann das Roomtour-Video rauskommt und ich endlich wieder mit Videos regelmäßig anfangen kann, auf den freue ich mich schon richtig, richtig doll, weil quasi von der Ankündigung, wo ich aufgehört habe mit Videos, bis heute sind ja explizit 2 Wochen, also bis zum Aufnahmezeitpunkt, ne? Und ich habe schon gemerkt, dass Video editieren, aufnehmen und veröffentlichen, nicht in der Reihenfolge, das fehlt mir richtig. Das ist, wenn du einmal YouTuber bist, du willst da nicht mehr raus. Also zumindest geht's mir so. Weil einfach euch versuchen, so gut es geht zu unterhalten, meinen Blödsinn hier in den Videos so gut es geht rauszulassen und damit Effekten um mich zu kloppen, wo ich auch immer welche Chancen dafür entdecke. Es ist mein Lebensziel und ich will da auf jeden Fall hin. Und deswegen, ich freue mich wirklich riesig darauf, wenn es dann wieder richtig losgeht. Und in der Hoffnung, dass dann zwischendurch ich mal wieder ein paar Lebenszeichen von mir geben werde. Und apropos von dem neuen Banner und auch generell das Kanal-Upgrade, davon verspreche ich mir wirklich, da endlich mal eine Möglichkeit gefunden zu haben, diese riesige Kluft zwischen Abos und Klicks endlich mal wenigstens ein bisschen zu schließen, dass ich das irgendwo mal auf einen gesunden Nenner wieder trifft. Weil ich mecker schon die ganze Zeit darüber rum, dass das nicht in Ordnung ist und das ist endlich mal ein Weg, wo ich meine, okay, das könnte funktionieren und ich hoffe, es funktioniert. Deswegen, sobald es dann wieder richtig losgeht, dann bin ich auch auf eure Unterstützung angewiesen, dass er eben den Leuten, die vielleicht hier irgendwie auf alten Minecraft-Videos rumgammeln oder die mich noch gar nicht kennen, dass er einfach sagt, hier guckt mal, der macht das und das und das, guckt mal, ob es euch gefällt. Wenn es nicht, dann ist es völlig okay, falls doch, herzlich willkommen im Club der Verrückten. Und ja, ansonsten, wie gesagt, war es das erstmal von meiner Seite. Ihr seid erstmal auf dem Stand der Dinge. Und wenn ihr noch Fragen allgemein habt, zum Beispiel, wie weit ich denn aktuell beim Umzug bin oder ja, wie es denn wie es so aussieht, was noch auf der Let's Playliste steht, völlig egal was. Einfach damit in die Kommentare. Ihr wisst ja, ich lese mir immer durch und beantworte sie auch. Von daher, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Und man sieht sich dann, wenn es endlich wieder losgeht. Bis dahin mit eurer Ultra-Keks-Kanone. Tüdelü!